Herzlich willkommen und Glück auf zu diesem neuen Schalke-Update. Heute möchte ich mit euch darüber sprechen, dass Ralle die Nummer 1 ist auf Schalke. Ralle hat sich durchgesetzt gegen Markus Schubert, ist jetzt offiziell verkündet worden, auch auf der Homepage. Bei Ralle steht außerdem noch aus, ob er vielleicht in den Mannschaftsrat geht. Also auch dort gibt es neue Informationen von der Sportbild. Außerdem sprechen wir heute darüber, dass auch in der Sportbild stand, eben, dass eventuell ein Verzicht auf 15% des Grundgehalts im Moment verhandelt wird mit den Spielern. Sogar Berater sind mittlerweile darauf angesprochen worden, ob sie auf Bonuszahlungen verzichten können. Außerdem hat es ein Interview gegeben mit Kevin Kurani. Auch das möchte ich heute nochmal ansprechen. Kevin Kurani hat nämlich gesagt, zu wem soll ein Ahmet Kutucu denn bitte schön aufschauen in unserem Kader. Das wird heute Thema sein. Und ja, dann schauen wir jetzt erstmal, was unsere Diskussion heute zutage bringt. Die ersten sind schon drin. Faule Nudel, moin, schön, dass du da bist. Cooler Name auf jeden Fall. Du hast auch schon kommentiert, habe ich gesehen. Booster schreibt, moin, Glück auf. Hi Booster, cool, dass du da bist. Marvin ist auch da und sagt Glück auf. Hi, freut mich, dass du da bist, Marvin. Thieles Schalker ist da und sagt, moin, freue mich für Ralle und vor allem, es ist sportlich verdient. Das denke ich auch. Er hat wirklich sehr gute sportliche Leistungen gezeigt. Da bin ich voll bei dir. Markus Schubert hat leider Pech gehabt, auch einfach, das muss man auch dazu sagen. Markus Schubert war ja einmal in dieser Kontaktgruppe 1, was Corona anbelangte, das heißt, er konnte keine Testspiele absolvieren. Außerdem war er zu einem Testspiel, war er eben, das war das Testspiel gegen den Fehl, dort war er erkältet und naja, konnte es einfach nicht machen, konnte einfach kein Testspiel absolvieren und konnte sich somit auch nicht zeigen. Also ja, aber irgendwann muss man sich entscheiden und das hat der Trainer eben jetzt gemacht und Ralf Fährmann ist jetzt unsere Nummer 1. Hallo ihr alle in unserem Wohnzimmer, sagt Gerd. Dankeschön auf jeden Fall, dass du das als Wohnzimmer hier schon ansiehst. Cool, danke. Faule Nudel sagt, wie geht's? Danke für die Frage. Wie geht's mir? Heute gut. Einfach gut, ja. Ja. Ich bin gerade dabei, an einem sehr schönen Video wirklich zu arbeiten. Da könnt ihr euch drauf freuen. Das wird morgen kommen. Das wird ein bisschen lustig. Wird aber auch, ja, ich sag mal, einiges nochmal wieder aufdecken. Sagen wir es mal so. Ja, ist auf jeden Fall ein schönes Projekt. Ich glaube, da habe ich eine gute Idee gehabt. Wobei, man kann es vorher nicht wissen. Das entscheidet natürlich nachher ihr, ob das ein gutes Video wird. Aber das ist auf jeden Fall so ein kleines Positiverlebnis, was ich heute hatte. Domi sagt, guten Abend, Kesti. Moin, Domi. Schön, dass du da bist. Freut mich auf jeden Fall. Cool. Faule Nudel sagt, ich denke, wenn Schubert viel Training bekommt, wird er die Nummer 1 nach Ralle. Okay. Also erstmal, Schubert kann sich jetzt sehr viel erstmal abschauen, nochmal wieder von Ralle auch. Das auf jeden Fall. Schubert hat sich jetzt auch, glaube ich, einen Mentaltrainer geholt. Nach der schlechten Saison, ja, die er de facto letztes Jahr gespielt hat. Der wird auf jeden Fall da auch wieder rauskommen und wird auf jeden Fall auch noch Einsätze bekommen. Ob er die tatsächlich noch bei Schalke bekommt, werden wir sehen. Hängt mit Sicherheit auch davon ab, ob Ralle einfach gesund bleibt und ja, bleibt einfach nochmal abzuwarten. Okay. Also, die Sportbild berichtet also auch, dass Fährmann aktuell auch Kandidat für den Mannschaftsrat ist. Finde ich auch sehr spannend. Gerade, er war ja jetzt ein Jahr weg. Dann direkt wieder in den Mannschaftsrat reinzugehen, halte ich grundsätzlich für, ja, ich sag mal, eine vertretbare Entscheidung. Ich glaube, es ist auch einfach mangels Alternativen. Ralle wird da auf jeden Fall einen guten Job machen, sehe ich auf jeden Fall so. Ja, finde ich
Auf jeden Fall. Gut. Okay. Okay, wir sind heute alle noch ein bisschen müde. Das ist aber auch kein Problem. Was ich mir für heute nochmal überlegt hatte, ist auf jeden Fall, ich wollte nochmal auf das Video von Lennart reagieren. Kennt ihr das noch oder kennt das einer nicht? Oder es würde mich mal interessieren auf jeden Fall. Lennart ist ein Schalke-Fan, der ist mal begleitet worden von einer Fernsehkamera auf der Tribüne direkt und das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Video. Darauf wollte ich heute auf jeden Fall einmal reagieren. Booster kennt's nicht. Okay, gut, alles klar. Dann kannst du dich schon mal freuen, auf jeden Fall. Wen haben wir hier? Ich denke, so einen wie Schubert auf der Bank zu haben, ist nicht schlecht, weil ich noch Hoffnung in Schubert habe. Ich denke, er hatte einfach nur Pech. Ja, genau. Also ist wirklich nicht schlecht, ihn auf der Bank zu haben. Als Schubert damals gekommen ist, hat er auch eine riesen Ausstiegsklausel übrigens eingebaut bekommen in seinen Vertrag, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie hoch, aber auf jeden Fall im Bereich so 25 Millionen oder so hat er auf jeden Fall im Vertrag drin stehen. Also das ist auch eigentlich ein echtes Talent und er hat letztes Jahr eben einfach Pech gehabt. Wie du ja auch schon richtig schreibst. Hab heute bei der Watz gelesen, dass der Kolasinac-Deal gescheitert ist. Okay, das habe ich noch nicht gelesen. Okay, ist für mich neu auf jeden Fall. Marvin sagt, spiele gerade nebenbei FIFA 20 Karriere, bin zweite Saison jetzt mit Schalke. In der ersten Saison bin ich Achter geworden und stehe jetzt nach 5 Spieltagen auf Platz 9. Okay, cool. Booster sagt, weiß nicht. Ach, das war Lennart. Lennart, okay. Marvin kennt es auch schon, okay. Booster weiß es auch, okay. 30 Millionen, sagt Marvin. Ja, 30 Millionen, genau. Faule Nudel sagt 27 Millionen, gut, okay. Jedenfalls. Einigen wir uns auf mehr als 25 Millionen. Schubert sollte Pokaltorhüter werden, sagt Domi. Okay. Ist eine Idee. Ist auf jeden Fall eine Idee. Kann man machen. Ich bin eigentlich eher nicht unbedingt Fan davon, weil dann kommen schnell Diskussionen eben wieder auf. Wenn der eine mal gute Leistung zeigt, der andere zeigt schlechte Leistung kommt einfach sehr schnell wieder eine Torhüter-Diskussion auf, in welche Richtung auch immer. Und deswegen finde ich es eigentlich nicht so gut, aber wäre auch kein Beinbruch. Wäre auch kein Beinbruch. Sicher ist, dass wir die Spiele im Pokal halt auch nicht unterschätzen dürfen, ne? Jetzt auch gegen Schweinfurt. Das dürfen wir auch nicht auf die leichte Schulter nehmen. Schweinfurt ist immerhin wirklich sehr stark dabei in der Regionalliga in Bayern. Und wenn man eben unterklassige Gegner eben unterschätzt, dann sehen wir ja, was passiert. Haben wir gegen Ferl und Uerdingen gesehen. Fährmann spielt ja jetzt schon erste Pokalrunde. Da denke nicht, dass sie im Pokal dann wechseln werden. Ja, ich glaube auch nicht dran. Aber ist ja auf jeden Fall eine Idee. Ich glaube, der Druck sofort zu funktionieren hat Schubi am meisten geschadet, sagt Gerd. Ja. Also wie gesagt, ist immer. Das war einfach eine mentale Frage. Das war echt ein mentales Thema, echt bei ihm. Hat sich selber auch zu viel Druck gemacht, glaube ich. Und ja, es hat einfach nicht funktioniert. Ich finde, dass Schubert nicht so viele Einsätze bekommen sollte, weil, wie du gesagt hast, mit dem Mentaltrainer war das, glaube ich, deswegen muss Schubert wieder zu sich selber finden. Genau. Genau, also wie gesagt, ich bin sehr gut zufrieden jetzt mit unserer Nummer 1, mit Ralle Fährmann. Die Spiele, die ich jetzt gesehen habe in der Vorbereitung, das waren fast alle.
war er, nee, waren alle. Da war er sehr, sehr stark. Wirklich sehr, sehr stark. Die Gegentore, die er bekommen hat, da hat er meiner Meinung nach überhaupt keine Schuld wirklich dran gehabt. Habt ihr das auch gelesen, dass die Spieler jetzt auf 15% ihres Grundgehalts verzichten sollen? Also es ist jetzt wohl dieser zweite Gehaltsverzicht. Ursprünglich sollte ja im Trainingslager in Herzlake sollte ein zweiter Gehaltsverzicht besprochen werden. Und ja, bis dahin oder bislang haben wir da einfach noch nichts von gehört. Jetzt ist nochmal wieder rausgekommen, dass dieser zweite Gehaltsverzicht so aussehen soll, dass die Spieler auf 15% ihres Grundgehalts verzichten sollen. Angeblich sollen das 700.000 Euro im Monat ausmachen. Würde bedeuten, auf 12 Monate jetzt gerechnet, wenn wir jetzt mal pauschal 12 Monate nehmen, wobei die Saison geht ja nicht mehr so lange. Sagen wir 10 Monate, dann sind das 7 Millionen Euro, die wir einsparen würden. Alles, was wir an Geld, einmal kurz meine Meinung dazu noch, alles, was wir an Geld jetzt kriegen können, sollten wir auf jeden Fall mitnehmen. Die Spieler, ja, müssen natürlich auch mitspielen, ganz klar. Also das kann man nicht einfach so bestimmen, sondern man muss wirklich mit den Spielern, da muss man zu einer Lösung finden. Und auch da kommt wieder der Mannschaftsrat ins Spiel, wo Ralle dann ja auch mit drin ist. Und ja, bleibt zu hoffen, dass man sich da einigen kann. Fände das auch zu riskant, weil Schubert ja nicht viel Vorbereitung hatte, sagt Marvin. Ja, genau. Favre, hi, schön, dass du da bist, Favre, freut mich. Faule Nudel sagt, ich würde das mit Kahn am Anfang vergleichen, weil Kahn hat auch miserabel gespielt am Anfang und du siehst ja auch, was aus Kahn geworden ist. Und ja, habe ich gelesen. Okay. Ich weiß nicht, ob Kahn so miserabel am Anfang gespielt hat. Also erstmal, ich weiß, dass er damals beim KSC angefangen hat und da eigentlich gute Leistung gezeigt hat, weil sonst wäre er nicht nach Bayern München gegangen. Und ja, ansonsten wüsste jetzt nicht, was du wirklich damit meinst. Also meine Meinung sagt er. Muss ja nicht heißen, dass Schubert genauso wird wie Kahn. Ja, Kahn war echt schlecht am Anfang durch den ganzen Druck. Okay. Mag sein, auf jeden Fall. Mag sein. Kahn hatte aber nachher seinen Kopf echt gut im Griff. Das muss man ihm wirklich lassen. Also die Situation damals mit Jens Lehmann, als er ja jahrelang die Nummer 1 war und dann von Jens Lehmann abgelöst worden ist. Habe ich mal eine Dokumentation über Oliver Kahn gesehen. Oliver Kahn hatte dann gesagt, warum er nicht weggerannt ist. Und er sagte, das hatte einfach was damit zu tun, weil es einfach plötzlich eine schwere Situation für ihn war. Also eine Herausforderung. Es war einfach eine Herausforderung für ihn und die wollte er auf jeden Fall annehmen. Habe mir seine sportliche Geschichte angesehen und mich informiert. Okay, cool. Freut mich auf jeden Fall. Finde ich gut, dass du da auf jeden Fall Bescheid weißt. Sehr, sehr gut. Okay. So, auch unsere Spielerberater übrigens sind jetzt gerade drauf angehauen worden oder sind wohl angesprochen worden, laut dieses Berichts in der Sportbild, dass sie auf Bonuszahlungen verzichten sollen. Das ist auch krass auf jeden Fall. Ja, also man sieht einfach, wie besonders die Situation da einfach ist. Und übrigens, wir hatten 2019 hatten wir insgesamt 16 Millionen an Beraterausgaben. Etwas mehr.
16 Millionen, richtig krass. Aber andere Vereine hatten sogar noch mehr. Also ich will gar nicht Schalke da jetzt irgendwie an den Pranger stellen, aber das sind schon echte Summen. Was tippst du eigentlich gegen Schweinfurt? Mein Tipp ist wieder ein lockeres 4 zu 0. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wird so ein 2-0, würde ich sagen. Ich glaube, ein 2-0 wird es. Nicht mehr. Ich glaube, dafür ist Schalke noch nicht weit genug. Ja, also wir werden gewinnen, ja, aber ich glaube, das wird nochmal kein Spaziergang, das Spiel. Dafür ist Schalke im Moment zu schwankend irgendwie. Mal gut, mal schlecht. Ich glaube, 2-0. Denkst du, dass Schalke noch einen Transfer tätigt? Im Moment sieht es danach aus, dass wir keinen Transfer mehr tätigen. So hat David Wagner sich zumindest geäußert oder er hat sich schon mit der Situation zufrieden gegeben. Hängt davon ab, ob wir noch jemanden abgeben. Aber auch selbst dann ist es noch nicht gesichert, dass wir noch jemanden holen. Ah, guck mal. Weil ich bin selber Keeper und Keeper werden viel zu sehr beschuldigt an einem Gegentor und sie stehen auch meiner Meinung nach am meisten unter Druck, weil wenn ein Ball reingeht, ist der Keeper der Dumme. Ja, also Torhüter haben ganz besonderen Druck. Das stimmt auf jeden Fall. Das stimmt. Wie du auch schon schreibst, und wenn er ihn hält, ist er der Held. Stimmt, stimmt. Also die haben nochmal eine ganz besondere Aufgabe im Mannschaftsgefüge. Und ja, hast du recht. Die stehen immer zwischen Held und der Dumme. Stimmt. Jo. Dann hatten wir das Interview auf jeden Fall mit Kevin Kurani. Und Kevin Kurani hat einfach mal die Frage gestellt, zu wem soll ein Ahmet Kutucu denn bitte schön aufschauen? Meine Meinung dazu ist, genau, wir können ja gleich mal unsere Tipps alle mal sammeln für Schweinfurt. Meine Meinung dazu ist auf jeden Fall, dass er jetzt jemanden hat, spätestens. Spätestens jetzt hat er mit Vedat Ibisevic wirklich einen, zu dem er aufschauen kann. Und deswegen auch ist dieser Transfer wirklich sinnvoll gewesen von Ibisevic. Wer so viel Erfahrung hat, der kann ja nicht nur erzählen, sondern er kann wirklich vorleben. Der kann wirklich, wirklich vorleben. Und da kann Kutucu meiner Meinung nach aufschauen. In der Vergangenheit muss ich Kevin Kurani echt recht geben. Wer meine Stürmeranalyse da jetzt auch schon gesehen hat, das war doch eher schwierig. Marc Uth ist schlicht und einfach abgehauen nach Köln. Benito Raman, ja gut, er ist eher der Außenstürmer gewesen. Das war der Einzige, der halbwegs getroffen hat. Ja. Aber das wird jetzt auf jeden Fall besser werden nächste Saison. Schweinfurt ist, glaube ich, zu schlagen 3 bis 5 zu 0, sagt Booster. Okay. Oh, Gerd sagt Tippe 3 zu 2 nach Verlängerung. Okay. Ja, ich glaube schon auf jeden Fall, dass wir das nach Hause bringen. Ja, aber ich glaube noch nicht an ein gutes Spiel. Kicktipp gibt es auch als App. Stimmt, danke für den Hinweis, Booster. Wer sich übrigens noch nicht angemeldet hat zum Tippspiel, der sollte das auf jeden Fall noch tun. Der Name vom Tippspiel ist Schalke-Update. Und ja, da könnt ihr euch auf jeden Fall melden. Zu gewinnen gibt es eine Tasse und ein T-Shirt auf jeden Fall und je mehr mitmachen, desto mehr Spaß haben wir letztendlich an der ganzen Sache. Deswegen habe ich den Preis auch ausgelobt und ja, deswegen freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Domi sagt 3-1. Okay, 3-1.
Marvin sagt, in meiner Karriere spiele ich 4-1-3-2 Fährmann. 4-1-3-2, okay. Fährmann, Kolasinac, okay, hast du den schon zugelegt. Nastasic, Kavak, Fosu, Mensah, Gelin, okay. Mascarell, Serdar, Harit, Raman, Arnautovic und Kutucu sind Stürmer. Arnautovic, okay. Bist du ein Arnautovic-Fan? Ich finde den auch cool, ehrlich gesagt. Moin in die Runde. Hi Antonio, schön, dass du da bist. Cool. Wichtig das Minus. Wichtig das Minus. Ja, genau. Schalke Minus Update. Danke. Danke nochmal. Marvin meldet sich später nochmal. Alles klar. Hau rein, Marvin. Cool. Ich habe heute gesehen, ich weiß nicht, ob Thiele das jetzt gerade hört. Thiele, wenn du das hörst, ich habe gesehen, du hast heute ein neues Video hochgeladen. Was hältst du davon, wenn ich da mal drauf reagiere, auf Thieles Schalker? Würde ich gerne machen wollen, auf jeden Fall. Ich schreibe mal rein. Vielleicht sieht er das gleich. Ich weiß, dass er nicht immer reinschaut. Ach, doch, da ist er. Klar, gerne, super, klasse, wunderbar. Gucken wir da auf jeden Fall auch gleich rein. Super. So, Markus. Hi, Markus, schön, dass du da bist. Cool, freut mich. Nur der S04 schreibt Moin, Moin. Jawohl, klasse, super. Ich schlage vor, das machen wir jetzt direkt mal. Das war reagieren. So. So, also Thieles Schalker ist der neue Kanal von Kick-Off. Dort findet ihr jetzt, ja, regelmäßig neuen Schalke-Content auch und wir unterstützen uns da auch ganz gerne gegenseitig und deswegen zeige ich euch mal sein neuestes Video. Das ist nämlich gerade auch erst online gekommen. Ich habe es gesehen und es passt einfach sehr gut zum Thema. So, wo ist denn der Kanal? Da ist er. So, jetzt müsstet ihr das sehen. Also, das Video heißt bestätigt, Fährmann ist Schalkes Nummer 1. Also, passt wunderbar zum Thema. Und wir checken das jetzt mal ab, was der Thiele da heute produziert hat. Ich habe es auch noch nicht gesehen. Ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Okay. Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen hier auf Tide Schalker zu Schalke aktuell. Und nun ist offiziell Ralf Fährmann ist auf Schalke 04 die neue und alte Nummer 1. Das gab der SV4 heute offiziell bekannt. David Wagner hat sich somit festgelegt mit seinem Trainerteam, wer in Schalke Kasten erstmal vorerst natürlich nur stehen wird. Klar ist, Ralf Fährmann ist Stand jetzt die Nummer 1, ist jetzt offiziell bekannt gegeben. Natürlich kann es auch im Laufe der Saison passieren, dass er schon Platz findet. Man hat natürlich jetzt auch bei Schalke im letzten Jahr häufiger mal gesehen, dass da durchaus auch mal gewechselt wird. Aber Fakt ist, Ralf Fährmann ist Schalkes neue Nummer 1. Das hat sich aber auch schon angedeutet. Ich glaube, es war jetzt keine große Überraschung mehr, dass das genau jetzt passiert ist. Ich denke mal, zu Beginn der Vorbereitung hat man jetzt nicht wirklich davon, ist man nicht wirklich davon ausgegangen, dass Fährmann tatsächlich es schafft, die Nummer 1 zu werden. Aber Fährmann sagte auch vor einem guten halben Jahr schon, wenn mir Schalke noch eine Chance gibt, wenn ich wirklich eine faire Chance bekomme, dann werde ich sie nutzen. Und wir sehen, genau das hat Fährmann getan. Ich persönlich freue mich sehr darüber, weil Fährmann einfach ein optimaler Typ ist, ein perfekter Typ für Schalke und wir erleben S04 durch und durch. Und ich weiß noch nicht, ob ihr das Video gesehen habt von Schalke-Kanal. Da haben Fährmann und Otschipka, was labert der gespielt? Und auch da wieder hat man einfach gesehen, was Fährmann für ein optimaler Typ ist für diesen Verein.
wie einfach Schalke für den. Und man darf eben auch nicht vergessen, er ist einfach ein richtig guter Keeper. Da möchte ich ja mal kurz einhaken. Erstmal tolles Video, Thiele, wirklich sehr gut. Und das stimmt. Er ist absolut ein guter Torhüter. Und ich wollte auch nochmal einhaken. Die neue Folge, was laberst du oder so heißt sie, ne? Ist auch richtig stark, richtig lustig geworden mit Ralf Fährmann. Müsst ihr euch auf jeden Fall auch gönnen. Für mich ist auch ausschlaggebend, dass er einfach ein gewisses Selbstvertrauen hat und vor allen Dingen auch der Mannschaft Sicherheit gibt. Das strahlt er komplett aus. Diese Sicherheit in seinen Fähigkeiten, Strafraumpräsenz ist auch komplett gegeben. Finde ich einfach wichtig. Natürlich ist er spielerisch nicht der beste Keeper. Das war er aber auch noch nie. Darüber muss man sich keine großen Gedanken machen. Und leistungstechnisch, finde ich, ist er auf einem ähnlichen Niveau wie vielleicht sogar vor 2 Jahren. Würde ich zumindest mal aktuell so einschätzen. Natürlich wird man das auch erst wirklich sehen, wenn noch ein paar Pflichtspiele gespielt sind. Aber ich bin mir sicher, dass mein Fährmann eine gute Wahl getroffen hat und vor allem auch in der aktuellen Konstellation die richtige Wahl. Denke ich auf jeden Fall auch. Denke ich auf jeden Fall auch. Er hat gerade gesagt, dass vor 2 Jahren waren wir auf einem, oder dass er auf einem ähnlichen Niveau ist wie vor 2 Jahren. Also der strahlt im Moment so viel Sicherheit aus, so viel, wirklich, wirklich, ist einfach nur gut, hält einfach gut auf der Linie. Und was Thiele auch gerade noch gesagt hat, dass Fährmann spielerisch nicht der Beste ist, kann ich auch bestätigen, aber dafür ist er eben auf der Linie einer der Besten, wirklich einer der Besten, genau. Marco Schubert, somit nun nur noch die offizielle Nummer 2, in der Rückrunde war er teilweise auch mal die Nummer 1, konnte sich dort durchaus beweisen. In manchen Spielen hat man aber eben auch gesehen, es ist vielleicht noch einfach zu früh für ihn. Was man natürlich über Schubert sagen muss, er hat noch großes Potenzial. Ich glaube, über Jahre hinweg kann er eben dann auch Fährmann vielleicht auch irgendwann wieder ablösen. Wann das sein wird, keine Ahnung. Fakt ist aber auch, Schubert braucht wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit und natürlich ist die Vorbereitung für ihn auch wirklich bitter gelaufen. Aufgrund von Verletzungen wie auch durch den Corona-Fall auf Schalke konnte ja dann Schubert teilweise auch gar nicht mittrainieren, auch manche Testspiele nicht bestreiten. Dadurch war er dann auch, häufiger mal draußen gewesen und dadurch konnte sich Fährmann auch einfach ins Rampenlicht spielen und vor allen Dingen hat eben auch Fährmann in den Testspielen, wie auch David Wagner nochmal gesagt hat, klar seine Leistungen gezeigt, wie auch im Training und deswegen hat man sich jetzt dazu entschieden, mit Ralf Fährmann in die neue Saison zu gehen. Ich persönlich bin damit vollkommen zufrieden, ich freue mich drauf, Ralle wieder im Tor zu sehen, ich bin mir auch da zu 100% sicher, dass wir dort einen guten Keeper haben. Es gab jetzt auch schon Medienaussagen, ich weiß gar nicht mehr genau, wer es gesagt hat, ob es Frank Rost war oder vielleicht noch wer anders, der gesagt hat, wenn Fährmann nur einen Fehler oder ein, zwei Fehler macht, dann werden direkt die Diskussionen losgehen. Das glaube ich sogar nicht, weil Fährmann wirkt sehr, sehr sicher. Selbst wenn er so einen Fehler macht, wird er ihn noch locker wieder ausbügeln können. Deswegen gehe ich mit einer ganz großen Ruhe in die Saison, was die Torwartposition angeht, weil ich bin vollkommen überzeugt von Ralf Fährmann. Der tut der Mannschaft gut. Er ist sportlich auf dem Top-Niveau und deswegen freue ich mich darauf, Ralle wieder im Kasten zu sehen. Deine Meinung gerne in die Kommentare. Was denkst du dazu, dass Ralf Fährmann wieder unsere Nummer 1 aus Schalke und 4 ist? Und in dem Sinne würde ich sagen, Glück auf Schalke und macht's gut. Sehr Hallo gutes Video. Hallo und herzlich willkommen hier auf Team Schalke. Jetzt startet gerade nochmal. So, also sehr geiles Video. Sehr geiles Video, muss ich wirklich sagen. So, was ich an Thiele so gut finde. Thiele hat eine echte Kommentatorenstimme, finde ich. Richtig, richtig gut. Richtig viel Druck hinter der Stimme. Richtig stark auf jeden Fall. Okay. Wen haben wir denn noch hier? Moin, moin, sagt nur der S04. Hi, schön, dass du da bist. MK sagt, Glück auf, Leute und Kesti. Glück auf, MK, schön, dass du da bist. Marvin sagt, meinte, dass ich mich beim Tippspiel noch später anmelde und ich halte in der Karriere auch die Gehaltsobergrenze ein und muss jede Saison ein Transferplus von 20 bis 30 Mio haben und ja, Feier Arnautovic. Okay. Cool. Ich bin nicht... Markus sagt, ich bin nicht Markus, sondern Guido Kanz. Kamera läuft, okay. Komm ich nicht ganz hinter jetzt, wie du das meinst, aber alles klar. Marvin sagt, und ich wollte einen erfahrenen Stürmer holen, von dem Kutucu lernen kann, wie Vizovic in der ersten Saison, aber ich habe es realistisch gehalten und habe den Vertrag nicht verlängert. Okay, okay. Du machst dir ja richtig Gedanken schon, ne? Wenn du am Zocken bist. Sehr gut. Antonio sagt, die Entscheidung für Fährmann war ja jetzt auch nicht mehr wirklich überraschend. Gebe ich zu, auf jeden Fall.
Da hast du recht, Antonio. Das war nicht mehr wirklich überraschend. Micha ist wieder da. Micha, schön, dass du dich mal wieder sehen lässt. Freut mich auf jeden Fall. Cool. Ralle Hashtag 1 hat meinen vollen, Ralle Nummer 1 hat meinen vollen Support, sagt MK. Ja, meinen auch. Meinen auch. Markus sagt, Ed Thiel ist Schalke, der Hintergrund ist fast besser als der Schuh. Okay. Und Ibisevic hat in der ersten Saison 12 Tore, glaube ich, gemacht, bin nicht mehr ganz sicher, sagt Marvin. Okay. Booster sagt, welche Alternativen hatte Wagner, wenn die beiden anderen Corona-Hausarrestler haben den Zug verpasst gesundheitlich? Stimmt, ist so. Ja. Wobei sie selber ja nicht infiziert waren, ne? Aber ich weiß, was du meinst. At Markus A. zumindest ähnlich gut. Okay. Danke dir, Kesti, schreibt Thiele auch. Danke. Erstmal muss ich dir danken, dass ich dir auf das Video reagieren durfte. Es war jetzt auch überhaupt nicht abgesprochen. Ich hätte dich auch mal vorher fragen können. Aber es kam mir gerade spontan in den Kopf reingeschossen. Ja, ist mein voller Ernst auf jeden Fall. Thieles Videos kann man sich sehr gut anschauen. Auch die von Cedric und von dem Schalker finde ich auch sehr gut. Und wenn die jetzt ja zufällig sehen sollten oder vielleicht später auch mal, ich will auch gerne auf eure Videos mal reagieren. Wenn es auch nur eins mal ist oder wie auch immer, wie ihr euch das vorstellt, mache ich gerne auf jeden Fall. Können wir uns gegenseitig helfen? Stimmt, wer ist Bela Reti? Sagt Markus. Ja. Wirklich. Nein, Thiele hat eine echt gute Stimme, wirklich sehr viel Druck dahinter, sehr viel Power und wird auf jeden Fall seinen Weg gehen. Bentaleb wird rocken, sagt Kos04. Bentaleb, wir werden sehen, wir werden sehen. Was Bentaleb wieder in den Kopf kommt, das ist nachher die große Frage. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Avid sagte: Moin, 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 Avid, schön, dass du da bist. Auch Avid hat sich schon angemeldet fürs Tippspiel, habe ich schon gesehen. Dankeschön dafür, freut mich. Domi sagt: In meiner Football-Manager-Karriere ist Ibisevic verletzt und die Stürmer treffen auch nicht. Ah. Okay. Beim Football-Manager wird nur simuliert, ne? Da kannst du nicht selber spielen, ne? So ist das, glaube ich, oder? Und ich glaube, bei FIFA kann man auch simulieren. Kann das sein? Ich bin nicht ganz im Thema, ehrlich gesagt. Aber ich habe das schon mal bei einigen Streamern gesehen, dass sie dann auch teilweise nur simulieren. Da habe ich erst gedacht, okay. Aber ich meine, gut. Kommt ja offensichtlich auch gut an. Bin jetzt auch bei Kicktipp drin, bei Thiele und auch bei Kesti, sagt die MK. Cool, freut mich. Genau. Ja, ich bin auch bei Thiele drin. Also auch da findet auf jeden Fall reger Austausch statt. Und Thiele ist auch bei mir drin. Markus sagt, naja, dein Video von gestern, wo du nicht mitbekommen hast, dass der Stream noch läuft. Ach so, ja, okay, ja, versteckte Kamera. So, ach, okay, verstanden. Ja, verstanden. Okay. Was mir nachher erst aufgefallen ist, im Schalke-Update, was auch wieder typisch Kessi ist, typ peinlich eigentlich, dass da einfach der Ton nicht zu hören ist in dem Video. Nachher im Livestream könnt ihr den nochmal hören, also wer sich das Video nochmal reinziehen möchte, sollte das auf jeden Fall im Livestream tun. Da haben wir dann ja auch nochmal eure Reaktionen da, dann darauf, aber im Schalke-Update fehlt einfach mal der Ton. So. Naja, was soll's. Okay, wen haben wir noch? S04, hey Cassie, Ralle als Nummer 1, super Entscheidung. Hoffe, dass er zu alter Stärke findet und so weitermacht wie in der Vorbereitung. Ja, ich finde auch sehr gute Entscheidung. Ihm blieb ja wirklich fast nichts anderes mehr übrig, ne? Markus Schubert konnte er nicht testen. Aber wie gesagt, ich habe mir von Anfang an auch schon Ralle gewünscht, deswegen finde ich das auf jeden Fall eine sehr gute Lösung. Ja.
Wen haben wir hier noch? Den Kost04 und sagt, hat Bock auf Bentaleb. Ja. Was er spielerisch jetzt gezeigt hat, gebe ich dir absolut recht, war wirklich Bombe. Also, was heißt Bombe? Ne? Ich will nicht übertreiben, aber er hat eben, ich sag mal, ein paar Pässe gespielt, wo du wirklich gemerkt hast, okay, da kann jetzt was draus entstehen. Ein paar gute Pässe einfach, wo auch einfach Überraschungsmomente entstanden sind. Deswegen verstehe ich das auf jeden Fall, Kos. Wie gesagt, ist manchmal die Frage, was bei Ihnen im Kopf vorgeht bei Bentaleb. Fabre sagt, alle abonnieren. Ja, sehr gute Idee. Danke, Fabre. Booster sagt, ihr vier solltet einen Konferenzstream vor dem ersten Spiel machen mit Einschätzung. Machen wir bestimmt nochmal. Ich gehe da wirklich stark von aus, dass wir nochmal alle vier zusammen mal irgendwie einen Stream machen. Ja, ich glaube, das wird wohl kommen. Aber ich kann nichts versprechen. Ich bin nicht in den Köpfen der anderen drin. Aber grundsätzlich verstehen wir uns alle sehr gut und haben ja auch schon Videos zusammen gemacht. Ich glaube, das kriegen wir wohl irgendwie hin. Ob das jetzt vor dem ersten Spiel ist oder danach oder auch vielleicht erst im Laufe der Saison vielleicht mal passiert. Lasst euch überraschen. Ja, bin hyped auf das Tippspiel, sagt Avid. Sehr gut, sehr gut. Freut mich auf jeden Fall. Cool. Also es wird dann auch regelmäßig wirklich in den Streams dann darüber gesprochen. Ne? Und dann, ja, gucken wir uns das auf jeden Fall an. Domi sagt, nur Simulation und Training. Ja, beim Football Manager, ne? Ja. Football Manager habe ich auch vor, weiß ich nicht, vor 20 Jahren vielleicht mal einmal gespielt, aber dann nicht weiter. Wobei ich früher sehr gerne Strategiespiele gespielt habe, wirklich. Also Strategiespiele, die haben mir schon immer sehr, sehr gelegen und sind auf jeden Fall cool. Und ich habe ja Fosu Mensah nur geliehen, da, wenn ich die Europa League erreiche, mir Kenny wieder zurückholen möchte. Okay, gut. Ja, du denkst mit, du denkst nach vorne, Marvin. Domi sagt, halt das mit der 2,5 Millionen Grenze auch realistisch. Hab Burgi und Schöpf verkauft und dafür Montiel gekauft und Nketiah Monte Pellegrini verliehen. Okay. Also Montiel, da bin ich auf jeden Fall auf deiner Seite, den hätte ich auch gerne auf Schalke gesehen. Aber was nicht ist, ist leider nicht. Ja. Was nicht ist, ist nicht. Hab mir noch als Backup für Serdar noch Vasialidis geholt, weil die Jungs aus der Schmiede noch nicht so weit sind. Bujelab etc. Okay. Ah, Thiele sagt schon, gemeinsamer Stream klicken geil. Ja, sehr gut, sehr gut. Den ersten haben wir schon mal. Müssen wir noch mit den anderen beiden sprechen. Sehr schön. Markus sagt, coole Idee mit der Konferenz. Ja. Wirklich coole Idee. Sehr gut. MK sagt, Ed Thiele Schalker, bin versehentlich zweimal angemeldet in deiner Kicktipp-Runde. Kannst du mich da mal raustun? Okay, genau. Macht er bestimmt. Booster sagt, einen hast du schon. Ja, einen haben wir. Sehr gut. MK, stehen eigentlich Vertragsverlängerungen an die Saison? Also realistische, meine ich. Sollen wir mal gucken, welche Verträge gerade auslaufen für nächste Saison? Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Jo, genau, warte. 2021, Schalke 04. Oh, das ist ein spannendes Thema. Das ist ein spannendes Thema. Ich switch nochmal um. So, und dann gucken wir nochmal. Oh, warte mal, das muss ich aber mal in ein neues Fenster.
Das ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. So, warte, ich fang mal eben an. Geh mal einmal kurz die Liste durch. Ich hoffe, ihr seht es jetzt alle. Ja, müsstet ihr. Wen haben wir hier? Alessandro Schöpf, der Vertrag läuft aus. Nabil Bentaleb läuft aus. Steven Skripski läuft aus. Vedat Ibisevic, gut, ist klar. Timo Becker auch, der hat nur ein Jahr jetzt Vertrag bekommen. Jonas Hofmann, Michael Langer und Nick, ich weiß immer noch nicht, wie man ihn ausspricht, Tategui. 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 Jo. Würde mich mal interessieren, mit wem würdet ihr verlängern? Schreibt mal rein. Mit wem würdet ihr verlängern? Mit wem nicht? Was sind da so eure Gedanken dazu? Ich sage dann meine natürlich auch. Mal so eine andere Frage. Könntest du ja bei jedem Spiel einen Match-Reaction-Stream machen? Wäre cool. Kannst ja gerne mal beglubbt TV. Kanal abchecken, die machen das bei jedem FCN-Spiel. Okay. Also quasi Spiel gucken und dann meine Reaktion dann dabei. Super Idee, Dankeschön dafür auf jeden Fall. Ist glaube ich spannend. Und beglubbt TV, den gucke ich mir mal an. Danke für den Vorschlag. Bei Suat und Nabil gibt es, denke ich, zurzeit keine Basis für Verlängerung. Okay, bei Suat und Nabil gibt es keine Basis für Verlängerung. Wie genau meinst du das? Wahrscheinlich sprichst du jetzt auch auf die Gehaltsobergrenze an, ne? Dass sie da einfach nicht reinpassen in die 2,5 Millionen. Darian ist da. Hi, schön, dass du da bist. Ralle Nummer 1, deine Meinung, bin gerade erst da. Like ist da. Sehr gut. Sehr gut. Ralle Nummer 1, meine Meinung ist ganz klar, richtige Entscheidung. Ralle ist sehr stark gewesen in der Vorbereitung und ja, präsentiert sich gerade so gut, wie er auch schon vorher eigentlich immer gewesen ist. Ja, für mich ganz klar die Nummer 1. Und die Alternative wäre ja jetzt im Moment Michael Langer und da über den müssen wir, glaube ich, gar nicht reden. Und die andere Alternative ist Markus Schubert. Markus Schubert hat einfach Pech gehabt diese Saison oder die Innervorbereitung. Hat einfach Pech gehabt. Er war in einer Corona-Kontaktgruppe mit drin. Das heißt, er konnte keine Testspiele absolvieren. Außerdem war er bei einem Testspiel, war er erkältet, wo er auch hätte zu Einsatz kommen können. Und ja, manchmal ist es im Leben einfach so Pech gehabt. So, dann. Oha, da gibt's was zu tun. Becker und Tategui auf jeden Fall halten. Okay. Tategui hat, glaube ich, erst auch vor kurzem nochmal verlängert bekommen, jetzt um ein Jahr, ne? Oder hat erst vor kurzem einen Profivertrag unterschrieben bekommen. Das Problem bei Tategui war eigentlich, der ist kurz nach Weston McKennie und Haji Wright auch gekommen, ist ja auch ein Amerikaner. Der war aber sehr oft verletzt, sehr häufig, sehr lange verletzt und deswegen ja, ist er auch jetzt erst wirklich im Kader. Und ja, müssen wir warten, abwarten, genau. Ach ja, genau, guck mal, hier steht es auch direkt. Der hat eine Option. Vereinsseitig. Seht ihr das? Könnt ihr das lesen? Kann man auch ein bisschen näher ran machen. Der hat eine Option. Vereinsseitig 2 Jahre. Das heißt, wenn er wirklich gut spielt, kann der Verein von sich aus sagen, wir machen 2 Jahre länger mit dir. Okay, und Becker auf jeden Fall halten. Ja, lass uns abwarten diese Saison, ne? Er hat jetzt wirklich für ein Jahr erstmal verlängert. Allzu lange würde ich nicht abwarten, sonst geht er uns auch futsch. Aber er muss halt ein paar Spiele noch machen, um einfach nochmal besser einschätzen zu können, was für ein Spieler er wirklich ist, wie gut er ist.
Mit keinem, sagt Domi, okay. Marvin sagt, das weiß ich jetzt nicht, worauf es bezogen war, könnte auch auf mit keinem bezogen sein. Libuda sagt, muss man bei jedem abwarten mit Verlängerung. Zum jetzigen Zeitpunkt ist keiner dabei, wo ich jetzt sagen würde, mit dem müssen wir unbedingt verlängern. Gebe ich dir recht. Ja. Schöpfi nur, wenn er entweder überzeugt die Saison oder für kleines Geld bleibt. Finde ich erstmal einen guten Ansatz auf jeden Fall, MK. Ja, von Schöpf erwarte ich mir auch mehr. Antonio sagt, wenn gute Angebote kommen, bin ich mir sicher, dass sie wechseln. Ja, auch sehr gut möglich, ja. Kommt auch ein bisschen darauf an, wie Schalke jetzt spielt. Wenn Schalke nochmal wieder aufwärts kommt, sag ich mal, oder ja, ich sag mal, nochmal Rückenwind wirklich bekommt, dann kann sich die Stimmung natürlich auch drehen, wobei Schalke finanziell echt im Moment, das wird uns noch lange beschäftigen. Das wird uns noch lange beschäftigen. Timo Becker macht mir etwas Hoffnung, ist so ein Fall wie damals Delura. Okay, aber Michael Delura, der hat sich damals aber auch nicht wirklich durchgesetzt, ne? Der galt ja wirklich als Supertalent, Michael Delura, aber Timo Becker, mit wem würde ich den denn vergleichen? Ja, mal dadurch, dass er jetzt schon so alt ist, auch schon, ne? Wie alt ist er? 23 oder so, ja, 23, vorher nur in unterklassigen Mannschaften gespielt hat, hat er mich ein bisschen an Miroslav Klose erinnert. Aber Miroslav Klose hat natürlich bislang nochmal auf einem ganz anderen Niveau gespielt als Timo Becker. Aber der ist auch erst so spät wirklich Profi geworden. Gehaltsgrenze und auch einen Willen des Spielers bei Suat und Bentaleb zweifle ich daran, dass der Verein verlängern will. Achso, nur bei Bentaleb. Okay. Ja. Okay, ich hätte jetzt kurz gedacht, dass du das bei Suat auch gedacht hast oder den Zweifel eben hattest, aber ich glaube, den hast du nur bei Bentaleb. Ja, genau. Das kann gut möglich sein, dass mit Bentaleb einfach nicht verlängert wird. Dafür muss er schon eine krasse Verhaltensänderung jetzt auch zeigen. Suat, Langer und Becker verlängern. Alle anderen machen Geld frei. Okay. Mit Langer auch nochmal verlängern. Okay. Marvin Serdar wird, denke ich, bei einer guten Saison den Vertrag verlängern und bei Bentaleb mal sehen, wie er sportlich als auch charakterlich zeigt, wenn er es gut macht, sollte nichts gegen eine Verlängerung sprechen. Okay. Ja, Serdar hat bis 22, ne? Wir können ja auch gleich mal bis 22 gucken. Wenn wir da noch haben. Oh, da sind aber noch viele. Hoi. Ja, das wird noch richtig interessant. Die ist fast noch interessanter, die Liste, als die von 2021. Krass. Da haben wir einiges zu tun, Leute. Man darf auch nicht vergessen, viele Spieler aus dem nicht allerhöchsten Regal werden wohl auch demnächst günstiger zu sein haben. Ergo, Spieler neu holen kann unter Umständen mehr Sinn machen als zu verlängern. Im Moment, glaube ich, können wir fast nur ablösefrei wirklich Spieler holen. Also ja, Spieler holen, bin ich bei dir, macht durchaus Sinn, aber fast nur ablösefrei im Moment. Oder wir verkaufen richtig, ne, mit richtig Kohle. Dann hätten wir natürlich nochmal andere Möglichkeiten, aber auch selbst dann müssen wir auch Geld wieder zurücklegen, um Verbindlichkeiten abzubauen. Becker hat Option auf ein weiteres Jahr. Okay.
Stand da, glaube ich, gerade, ne? Ja, okay. Das genau auf die Match-Reaction bezogen. Ah ja, okay, gut, alles klar. Danke. Dajan, Bentaleb verlängern, Tategui, Becker, Serdar Hoffmann und Ibisevic, wenn er so um die 10 Tore schießt. Ja, genau, warum nicht, ne? Guckt euch Klaas-Jan Huntelaar an, der schießt auch noch seine Tore und ist alleine den in der Kabine zu haben, ist, glaube ich, Gold wert. Ich würde auch nicht mit Langer verlängern, würde den ersten der U23 zur Nummer 3 machen. Okay. Der ist jetzt aber verkauft worden, ne? Der erste der U23. Wie hieß der nochmal? Irgendwas mit Jan. Schreibt mal einer rein, auf jeden Fall, wenn ihr das gerade auf dem Schirm habt. Der ist jetzt in der Türkei verkauft worden. So wie ich das gelesen habe. Timo Becker erinnert mich an Nico Bungert. Spät gut, aber dann solide. Oh ja, sehr guter Vergleich. Sehr guter Vergleich. Stimmt. Deswegen ja, sagt J.H. Sirius. Okay. Glück auf Kesti. Moin Osti. Schön, dass du da bist. Osti, soll ich heute singen für dich? Oder wie wollen wir das machen heute? Wie wollen wir das heute halten? War mir zwar irgendwie schon klar, aber das ist noch irgendwann, ist doch auch mal eine gute Nachricht. Okay, ja, genau. Ist wirklich eine gute Nachricht mit Ralle. Serdar wird wie angekündigt seinen Vertrag wohl nicht verlängern. Ich glaube es auch nicht, dass er verlängern wird. Ich gehe davon aus, dass wir ihn verkaufen werden nächstes Jahr. Glaube ich auch. Ich würde sehr gerne mit ihm verlängern, aber da sind so viele Faktoren noch ungeklärt und er hatte jetzt die Möglichkeit schon zu verlängern Anfang des Jahres und da hat er gesagt, nee, er will erst abwarten und ja, ich glaube nicht, dass das was wird. Ja, ablösefreie Spieler leihen und sind vielleicht die beste Option, aber dann unter Corona-Konditionen und eben billiger als vor Corona. Und vor allem ein größerer Markt an solchen Spielern. Okay. Meinst du, dass durch Corona sehr viel günstiger die Spieler werden? Ich kann mir so ein, ich sag mal jetzt, wenn mich jemand fragen würde, was würdest du so spontan sagen, wie viel günstiger werden die Spieler? Sage ich vielleicht 20% oder so, aber mehr auch nicht. Und das auch nur befristet für ein, maximal zwei Jahre. Ich glaube, dann geht das wieder durch die Decke, die Preise. Jetzt geht mir mein Monitor hier aus. Was soll das denn? Dann haben wir Marvin. Würde auf jeden Fall zur Saison 21-22 begrüßen, wenn Draxler ablösefrei zurückkommt. Okay. Okay, gut. Lassen wir das mal einfach so stehen. Nathaniel Klein, Rechtsverteidiger, vorher Liverpool, Marktwert 8 Millionen, ist aktuell ohne Verein. Yo, Domi, hatten wir schon öfter darüber gesprochen, ne? Warum hat er noch keinen neuen Verein gefunden, frage ich mich ehrlich gesagt. Da sprechen wir schon so lange drüber. Weißt du aber wahrscheinlich auch nicht, ne? Marvin sagt, Can Polat. Ja, genau. Can Polat, das ist der Keeper aus der U23, der jetzt gegangen ist. Der war vorher bei uns in der U19, war ein richtiges Talent, oder ist immer noch ein richtiges Talent, hat bei Norbert Elgert wirklich gelernt und ist jetzt in die türkische Liga gewechselt. Ich glaube, die erste Liga war es sogar. Aus unserer U23 heraus. Und ich finde, nochmal zum Thema Langer verlängern, ich finde, wir haben jetzt einen erfahrenen Torwart wieder. Das ist Ralf Fährmann und deswegen finde ich, dass wir uns so langsam vom Langer auch verabschieden könnten und dann vielleicht wieder ein Talent mit reinnehmen können. Marvin, das wäre echt geil, sagt Domi, ja. Dicken Guido sagt, Tag an alle, weiß jemand, was mit Seat ist? Ich habe heute
nur gelesen, einer hat es heute in den Chat reingeschrieben, dass Seat jetzt sich wohl erledigt hat, aber ich persönlich habe dazu noch nichts gelesen. Deswegen warten wir es nochmal ab, aber wie gesagt, wahrscheinlicher ist es aktuell nicht geworden. So, den haben wir. Klein wäre toll, aber der kommt nicht für Pommes-Schranke, sagt MK. Ja, das wird schwierig, ihn zu überzeugen. Ich denke eher Zweiteres, sagt Antonio. Okay. Ossi sagt, der FC Schalke wird deutscher Meister und wir holen den Pokal, darfst du singen? Okay. Na, jetzt ziehe ich mich ein bisschen. Marvin sagt, Klein wäre cool, aber verdient wohl zu viel Geld, mehr als 2,5 Millionen Gehalt. Ja, stimmt, genau. Ja. Draxler spielt dann umsonst, sagt Micha. Auch gut, jo, genau. Kommt auch nur Prämien, ne? Ist klar. Ossi sagt, war aber auf jeden Fall beruhigend, bei dem Stream einzuschlafen, aber später von Gamer Brothers Schalke Rage geweckt zu werden, eher nicht so. Okay. Hat er wieder geraged? Weiß ich gar nicht. Hab ich so nicht mitbekommen. Ich gebe zu, du kannst gar nicht oft drüber reden. Ich habe gestern ein bisschen seinen Stream geguckt, habe ein bisschen reingeschaut, aber da ging es in erster Linie um FIFA. Da war er dann irgendwie nur um FIFA-Themen wirklich unterwegs. Jungs, muss arbeiten. Ciao, sagt Avid. Hau rein. Ciao, Avid. Ossi sagt, seine Mama muss arbeiten um diese Uhrzeit. Sehr gut. Sehr gut. Ja, Nachtschicht vielleicht, ne? Weiß man ja nicht. Nein. Alles cool. Okay. Ja, jetzt gucke ich mir auch nochmal die Liste hier an. Wen haben wir denn? In 2 Jahren. Suat Serda. Also bei Serdar glaube ich nicht, dass wir die Chance haben, noch mit ihm zu verlängern. Glaube ich nicht. Man kann mich immer eines Besseren belehren. Aber ich glaube es nicht. Bei Matija Nastasic, bei Omar Mascarell auch, bei Salih Sané, bei Marc Uth und dann wahrscheinlich auch bei Ahmed Kutucu, auch bei Sebastian Rudi. Werden wir das Problem haben mit den 2,5 Millionen auf jeden Fall? Da ist dann die Frage, ob wir die Gehaltsobergrenze dann einfach noch haben. Bernard Tekpety, glaube ich, müssen wir nicht drüber reden. Der ist jetzt verliehen worden nach Ludogorets Razgrad. Der Vertrag wird nicht verlängert werden. Da gehe ich stark von aus. Dafür müsste er extrem jetzt nochmal zünden. Massim. Ja, je nachdem, wie er sich sportlich entwickelt, auch Gian Bosto an, je nachdem, wie sie sich sportlich entwickeln, könnte es natürlich auch schwierig werden mit den 2,5 Millionen. Aber ja, muss man einfach abwarten. Wird auf jeden Fall spannend. Ich glaube, dass schon 2022 die Gehaltsobergrenze wackelt. Nee, aber kommt bei mir immer im Verlauf, früher oder später sind noch Alte von 18 und 19. Okay. Achso, alte Talks von Gamer Brother. Okay, alles klar. Micha sagt, Serda soll verlängern. Meiner Meinung nach, er soll dann eine Ausstiegsklausel bekommen. Wäre ein Deal für uns und für ihn. Okay. Ja, ist halt die Frage, ob man sich dann eben nicht untreu wird mit der Gehaltsobergrenze. Muss man gucken. Aber Serdar hat auch eine Ausstiegsklausel, ne? Hat der nicht eine Ausstiegsklausel? Warte, jetzt bin ich gerade, oder verwechsel ich den gerade? Ich glaube, ich verwechsel den gerade. Sorry, Kabak hat eine auf jeden Fall. Neuer, Koller, Kehrer, Draxler, Özil, Goretzka kommen nächstes Jahr für lau, um uns zu helfen, da wir sie ausgebildet haben. Haha. Ja, schön wär's auf jeden Fall. Schön wär's.
Ja. Neuer wird auf jeden Fall nicht mehr kommen. Neuer, der hängt in seiner, was weiß ich nicht, der ist bei Bayern, glaube ich, ganz glücklich. Kolasinac auf jeden Fall. Kehrer, ja, ist natürlich alles sehr unrealistisch, ne? Aber Kehrer wäre cool, Draxler wäre cool, Özil, Goretzka wäre alles cool. Sané auch, stimmt, Leroy Sané. Draxler würde ich, denke ich, aber auf Gehalt verzichten, wenn 2,5 Millionen im Jahr wären 45.000 die Woche. Nee, der würde nicht, also Draxler würdest du nicht für 2,5 Millionen bekommen. Nein, never. Niemals, glaube ich nicht. Glaube ich nicht dran. Osti sagt, Ed Booster, dein Wort in Gottes Ohren, Messi hast du vergessen, der ruht sich jetzt bei Barca noch extra aus und dann Raúl 2.0. Sehr schön. Sehr schön. Stimmt, Osti, sagt Booster. Okay. Im Moment höre ich nicht so viele News, wie es mit Vertragsverlängerung aussieht, sagt Antonio. Nee, ich auch nicht. Also da passiert auch im Moment gerade nicht viel. Das Tor hat nicht verlängert, stand im August doch im Kicker und zum Beispiel Mahler und Dorstner Zeitung. Schneider sagt auch, wir haben einfach nicht die Mittel, ihm den Verbleib bei uns schmackhaft zu machen. Ja, genau. Wobei Suat aber nicht gesagt hat, dass er nicht verlängern will, sondern Suat hat gesagt, dass er im Moment nicht verlängern will. Das ist ja nochmal ein Unterschied. Aber Gerd, ich gebe dir recht, ich glaube, wir beide wissen ganz gut, worauf sie hinausläuft. Micha sagt, Hekpeti, der Typ ist übelster Schmutz im Verein, der zockt in einem Verein, den ich noch gar nicht kenne. Okay. Also, Hekpeti ist erstmal geholt worden damals, weil er als Empfehlung von Gerald Asamoah tatsächlich gekommen ist. Er kommt ja aus Ghana und Gerald Asamoah hat ihn irgendwo spielen sehen bei irgendeinem Turnier und ich finde, Potenzial hatte Hekpeti immer. Und er hat auch zwischendurch, hat er seine guten Momente gehabt. Das kann man so nicht sagen. Aber ich gebe dir recht, der hat. Ich weiß nicht, woran es bei ihm liegt. Ist wahrscheinlich auch die Mentalität, die bei ihm einfach nicht stimmt, dass er sich nirgendwo durchgesetzt hat. Ist er ja jetzt verliehen gewesen, auch an Düsseldorf. Und wahrscheinlich, ja, hat er einfach Anpassungsschwierigkeiten gehabt. Sieht man ja jetzt auch, wie er dort gegangen ist. Ich denke, Serdar wird für 30 Millionen in der nächsten Saison verkauft, sagt Domi. Ja, kann ich mir auch sehr, sehr gut vorstellen. Bleibt dabei, wir brauchen auch dringend Kohle einfach. Serdar wird bei der EM explodieren, sagt Micha. Ja, schön wär's auf jeden Fall. Schön wär's. Glaube, die Gehaltsgrenze ist eher ein so ein medial gewolltes Bild, das man als S04 senden möchte nach dem ganzen Trubel und weniger, dass für Leistungsträger wirklich der Hintergrund sein wird. Die finden schon Wege. Okay. Naja, ich sag mal so, wir haben es ja gesehen, wer jetzt 2021 ausläuft. Das sind ja jetzt alles Kandidaten, oder ich sag mal, der Großteil ist, sind Kandidaten, mit denen wir nicht zwingend verlängern müssen. Deswegen haben wir jetzt tatsächlich auch einfach keinen Druck wirklich, was diese Vertragsverlängerungen angeht. Du hast recht auf jeden Fall, das ist ein Signal nach draußen, die 2,5 Millionen. Das ist auch medial gewollt, mit ganz. Ganz bestimmt sogar. Aber ja, bleibt trotzdem dabei. Also ich finde es erstmal auf jeden Fall eine sinnvolle Geschichte, die 2,5 Millionen. Die finden schon Wege, sagst du, ja. Die finden wohl Wege, das stimmt. Man muss es ja nachher nur begründen können. Wenn man jetzt mit jemandem verlängert, zum Beispiel der 2022 ausläuft und macht das mit mehr als 2,5 Millionen, das ist schwer dann nachher wirklich zu begründen. Aber wenn man das über irgendwelche Prämienregelungen oder wie auch immer dann macht, dann so, die finden schon Wege, da hast du recht, Boris.
Serra hat keine Harit. Serra hat keine Ausstiegsklausel wahrscheinlich. Harit hat eine, 60 Millionen nächstes Jahr, stimmt. Und darauf das Jahr geht die runter auf 50 Millionen und Kavak hat 50 Millionen. So wie Nastasic und Schubert haben wir schon drüber gesprochen. Jo. Genau. Meier würde ich auch für realistisch halten, sagt Domi. Okay. Weltklasse, Max Meier. Genau, Osti hat es auch nochmal geschrieben. Weltklasse. Ja. Ja. Pesca, hi, schön, dass du da bist. Freut mich. Ja, was sage ich zu Max Meier? Ich habe mir ehrlich gesagt immer noch nicht angeschaut. Ich habe nur gehört, dass er sehr wenig spielt aktuell bei Crystal Palace. Es tut mir ehrlich gesagt leid für Max Meier. Also er ist offensichtlich sehr schlecht beraten gewesen damals auf Schalke. Aber da gehören auch immer zwei dazu. Also es war nicht nur sein Berater, sondern er auch. Und tut mir trotzdem ein bisschen leid auf jeden Fall. Auch dass er sich jetzt sogar entschuldigen musste für seinen Vater. Ey, really, das ist echt schade für ihn. Serra wechselt 2022 ablösefrei. Wir lernen nicht aus unseren Fehlern. Leider, sagt Minero. Ja, das stimmt. Lernen wir nicht aus unseren Fehlern? Ja, wir werden es sehen auf jeden Fall. Wir werden es sehen. Ich meine, gut, Serra, eigentlich kann ich dir da jetzt wirklich nicht recht geben, weil wir versucht haben, jetzt mit Serra wirklich zu verlängern. Also im Anfang des Jahres ist schon versucht worden, mit Serra zu verlängern. Das ist mehr als 2 Jahre vor Vertragsende. Und deswegen finde ich eigentlich nicht, dass wir da nicht aus unseren Fehlern gelernt haben. Aber ist meine Meinung. Booster sagt, Osti, wir wollen Stinkstiefel loswerden, nicht holen. Das war nochmal bezogen auf Meier, okay. Ich will den Pep bestimmten. Achso, den. Okay. Den Piep bestimmt nicht mehr in Königsblau sehen, okay. Ja, wissen wir, sagt Gerd. Ich mag diesen Artikel von Ferdinand Karl, dem Schalke-Journalisten, nicht. Ferdinand Karl. Wer ist Ferdinand Karl? Ferdinand Karl. Oh, warte mal, ich könnte mal die Kamera wieder umstellen, ne? Seht mich hier nur im kleinen Bild. Ferdinand Karl. Finde ich gar nichts zu. Wer ist das? Schreib mal. Michael Finger sagt, moin, Top-Headline für mich fast schon Clickbait. Was heute? Bei mir oder was? Ralle ist die Nummer 1. Weiß ich jetzt nicht, ob das Clickbait ist. Warum ist das Clickbait? Ist doch Fakt, ist heute so rausgegeben worden. Also der Verein hat heute eine Nachricht rausgegeben oder eine Erklärung rausgegeben, dass David Wagner jetzt auf Ralle Fährmann als Nummer 1 setzt. Und ja, deswegen weiß ich nicht, ob das Clickbait ist. Achso, okay, war als freundlicher Scherz gemeint. Okay, alles klar, sorry. Okay, Michael, danke. Danke auf jeden Fall. Ja, fällt mir manchmal schwierig, Ironie zu erkennen in den Kommentaren. Okay. Minero, Heidel ist weg. Ja, genau. Heidel hatte das überhaupt nicht im Griff. Gar nicht. Max Meyer ist im Gegensatz zu seinem Vater noch verbunden mit Schalke, guckt die Spiele meistens, sehe ich in seinen Insta-Stories, sagt Marvin. Ah, siehste. Ja, deswegen. Er ist auch ein guter Junge. Das damals, das hat er. Das war halt dumm, ne? Hätte man einfach anders regeln müssen. Einfach dumm. Yo.
kann euch ja einfach mal erzählen, was ich gerade mache. Wer übrigens meinen Instagram-Account kennt, der weiß, dass ich aktuell dabei bin, Benji zu malen. Vorgeschichte ist, ich habe mal ein Video gemacht, dass Benji bleiben soll. Da habe ich dann auch gesungen. Wir sind Schalker, asoziale Schalker. Und habe ihm dann in diesem Video versprochen, dass ich dieses Brett, was hinten vorm Kellerfenster hängt, dass ich das mit seinem Bild anmale, also dass ich sein Bild auf dieses Brett male. Und das mache ich jetzt gerade. Wollte ich euch mal erzählt haben. Und das wird, glaube ich, ganz gut. Wie gesagt, ist noch nicht fertig. Das könnt ihr dann nachher entscheiden, ob es gut war. Aber bin auf jeden Fall gerade dabei. Genau, das könnt ihr auch verfolgen, auf jeden Fall auf dem Instagram-Account. Der ist, glaube ich, freier Journalist, sagt Antonio. Okay. Und für wen wo sind seine Artikel jetzt erschienen? Weißt du das auch noch? Würde mich mal interessieren. Draxler schaut auch noch die Schalke-Spiele. Jo. Kolasinac guckte ja auch, ne? Ich bin mir sogar sehr, sehr sicher, dass zum Beispiel so einer wie Manuel Neuer auch noch zu Hause vielleicht nicht unbedingt im Schalke-Trikot, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der auch noch Schalke verfolgt. Sehe für Meier keinen Platz im Kader, sagt MK. Ja, Sechser, Achter, eigentlich brauchen wir ihn im Moment nicht. Das stimmt. Das stimmt. Und das wäre auch schade, wenn wir jetzt ihn zurückholen würden und dann so einem wie Nassim zum Beispiel dann wieder, ja, ein bisschen zurück, dass der wieder zurückstecken muss, wäre schade auf jeden Fall. MK sagt, wir haben schon genug Weltklasse. Sehr schön. Sehr schön. Gut. Fährt Nassim wohl auch schon im Lambo durch die Gegend? Naja. Weiß ich nicht. Meier, neuer Rechtsverteidiger, sagt Osti. Okay. Sehr stark. Kopfballstärke pur. Meier als 10. Ah, stimmt. Meier kann auch Zehner spielen. Stimmt, hast du recht. Das ist richtig. Booster sagt, Meier ist mit den Leistungen gut für den HSV oder Hannover. Okay. Auch da abwarten. Abwarten. Ich glaube, der kommt schon noch. Der wird noch mal einen Verein finden, wo er auch wirklich gut spielt. Ich glaube nicht, dass Max Meyer so ein zweiter Marco Marin wird. Aber er hat es schon echt schwierig. Fährmanns Zopf passt auf jeden Fall gut zusammen. Lambo, sagt Osti. Okay, gut. Aber den Lambo heute auch noch mal mit drin gehabt hier. Der ist 1,50 Meter groß und noch nicht mal schnell dabei, aber ist für mich nicht bully-tauglich. Kann ich dir nicht recht geben, MK. Also jetzt aktuell vielleicht spielt er keinen guten Fußball, aber schau mal die Saison mit Domenico Tedesco, wo wir Zweiter geworden sind, da war Meier stark. War er einfach nur stark. Deswegen kam ja auch seine Forderung zustande. Seine Weltklasse Forderung, Gehaltsforderung. Boris sagt, hey, Marco Marin hatte eine Weltkarriere, wenn man sich die Erfolge mal anschaut. Okay. Er hatte auf jeden Fall eine Weltkarriere, wenn man sich anschaut, wo er überall gewesen ist, würde ich auf jeden Fall zustimmen. Aber nein, stimmt. Hat bei guten Vereinen wirklich gespielt immer und so schlecht war er auch nicht. Hast du recht. Hast du recht. Nehme ich zurück, Boris. Minero, vielleicht kommt Matip zurück. Er ist, glaube ich, nicht mehr der erste Innenverteidiger bei Liverpool, ne? Oder wobei der erste war er, glaube ich, noch nie. Aber ich glaube, er ist nicht mehr ganz so gefragt bei Liverpool, oder? Wisst ihr das? Würde mich mal interessieren. Jepp und Heidel Tedesco haben es versaut, den musste man halten in dem Zustand, sagt Michael. Okay, und ich frage,
Für welches Geld? Finde, dass Tedesco ihn als geilen Sechser umgebaut hat. Ja, ist so. Ist so. Also Tedesco, glaube ich, hat in dem Zusammenhang, glaube ich, nichts versaut. Tedesco hat ihn als Sechser eingesetzt und Max Meyer hat davon profitiert, weil er einfach gut gespielt hat und dann nachher auch nach England wechseln konnte. Mit Schalke nochmal eine ordentliche Gehaltsforderung aufdrücken konnte. Aber gut, haben wir auch genug jetzt drüber geredet. Aber Tedesco hat, glaube ich, keinen Fehler da in dem Zusammenhang gemacht. Heidel. Ja, ich sag mal so, die Art und Weise, wie mit ihm verhandelt wurde, mit Max Meyer war wahrscheinlich von Heidel auch nicht 100% korrekt, aber in erster Linie würde ich da wirklich die Verantwortung, reden wir mal von Verantwortung bei den Beratern von Max Meyer suchen. Und bei Max Meyer selbst. Ist nur ein super Backup. Ja, Joel Matip, ne? Ja. Martin, die Giraffe würde ich vor Freude einen Salto machen, sagt Booster. Okay. Minero spielt oft, wenn er nicht verletzt ist, hat letztes Jahr in Champions League top gespielt. Okay. Sehr schön. Martin, ja. Genau. Steht schon fest, wer das Spiel am Sonntag kommentiert. Nee. Aber wer das kommentiert, ich meine, ist halt die Frage, ne? Erstmal DFB-Pokalspiele, wie viele finden denn da statt? Also, ja, nee, keine Ahnung, wer das ist. Keine Ahnung, wer das macht. Weiß ich nicht. Habe ich auch nicht so im Fokus, ehrlich gesagt, die Frage. Überhaupt nicht, gar nicht. Ja, Minero, aber die Konkurrenz ist stark bei Liverpool wegen Max Meyer und Tedesco. Es geht um Menschenführung und da hat er einfach mit dem gesamten Kader versaut, sagt Michael. Okay. Meine persönliche Meinung dazu ist, dass er mit Naldo nachher einen großen Fehler gemacht hat. Dass er es da übertrieben hat, dass er da das Rad einfach völlig überdreht hat, dass er ab dem Zeitpunkt, ja, einfach einen Riesenfehler gemacht hat und da war es vorbei. Da war es vorbei. Ich glaube, das war so der Knackpunkt. Heidel hat den Fehler gemacht, sagt Domi. Okay, gut. Also wie gesagt, Vertragsverlängerung von Max Meyer, glaube ich, hat er selber irgendwie zu verantworten. Also, ja. Wer so schlecht beraten ist, der muss das vielleicht auch einfach irgendwann mal erkennen und den Berater einfach mal wechseln. Meine Meinung zu Wagner. Meine Meinung ist, dass Wagner erstmal ein guter Trainer ist. Wagner hat bei Huddersfield gute Leistungen gezeigt, auch bei. Vorher war er ja bei Borussia Dortmund in der zweiten Mannschaft. Auch da hat er gute Leistungen gezeigt und auch bei uns in der Hinrunde. Also erstmal ist Wagner ein guter Trainer für mich, das mal vorab zu schicken, zu sagen. In der Rückrunde hat er sich viel zu viele Fehler geleistet. Da bin ich auf jeden Fall bei den Kritikern von Wagner, auf jeden Fall auch auf deren Seite. Aber das war für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Es war für mich einfach nicht der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren haben wir so viel Mist einfach auf Schalke schon erlebt, auch mit den Spielern. Ich glaube, da sind so viel Egoismen in den Spielern jetzt auch drin gewesen, sodass ich Wagner da jetzt nicht die Schuld für geben würde und deswegen auf jeden Fall mit Wagner weiterarbeiten würde. Aber schreib mal deine Meinung, Minero. Schreib mal. Möchte ich mal wissen, gerne.
Möchte nur nicht, dass wir irgendeinen nervigen Kommentator bekommen. Okay, sagt Antonio. Und Schalke hat den Fehler gemacht und Heidel geholt. Jo, es war. Es war. Ja. Bestimmt auch wieder Tönnies, der Heidel wollte, oder? Ja, ist so. Kann man ja offen drüber reden. Er hat gesagt, dass Schalke einfach einen anderen Weg gehen wollte damals. Also die haben ja auch Horst Held, haben sie gesagt, wir verlängern deinen Vertrag nicht. Und wir wollten einfach mal was anderes ausprobieren. So, das war damals die Aussage. So, jetzt hat man ausprobiert und hat festgestellt, dass Heidel eben nur Mist gebaut hat. Wobei wir wissen nicht, was da untereinander besprochen wurde, worden ist. Also vielleicht kann man Heidel auch nicht die alleinige Schulter jetzt einfach zuschieben. Das wäre wahrscheinlich auch zu einfach. Vielleicht gab es da auch irgendwelche Absprachen nach dem Motto, hey, jetzt nimm ordentlich Geld in die Hand und dann schauen wir mal, was daraus wird. Und Domi sagt, ich finde, Schneider macht einen guten Job. Ja, macht er. Bislang, ja. Letzte Saison haben die gute Transfers wirklich gemacht, Michael Reschke und Jochen Schneider. Muss ich wirklich sagen, war ich sehr gut zufrieden mit. Jetzt strahlt Jochen Schneider einfach nur Ruhe aus. Das ist das Wichtigste gerade auch. Also, was er auch richtig gut macht, ist, dass er einfach hinter Wagner steht. Das hat so in der Vergangenheit auf Schalke nicht gegeben, nach so krasser Kritik dann wirklich noch hinter dem Trainer zu stehen. Und es gab ja wirklich auch Druck jetzt vom Aufsichtsrat schon, beziehungsweise es gab einige Leute im Aufsichtsrat, die wohl gegen Wagner sind, so wie auch Michael Reschke. Und Schneider sagt einfach, ey, hört mal zu, das ist mein Mann und der kriegt das schon hin und ja, bringt sehr viel Ruhe auf jeden Fall rein in den Verein. Minero sagt, sehe ich genauso, Wagner ist top, auch menschlich, jeder macht Fehler, aber er kann meiner Meinung nach etwas aufbauen mit Schalke, mit jungen Spielern. Ja, denke ich auch. Also, wie gesagt, taktisch vom Fachlichen her ist Wagner mit Sicherheit ein guter Trainer. Das kann man ihm nicht absprechen. Jetzt kommt Booster aber auch schon und sagt, Wagner muss an seiner Außenwirkung arbeiten. Er ist gut angefangen und mit der Dauer der Misere wirkt er immer mehr wie ein kleiner Junge, der vor Staunen über das, was passiert, gelähmt ist. Ja, ist so. Ist so. Also die Interviews nach den Spielen, also der sah teilweise aus wie eine Leiche, wirklich. Kannst nicht anders sagen. Ja, die neue Saison wird zeigen, was passiert, sagt Antonio. Ja, stimmt. Marvin sagt, finde auch gut, dass wir keinen mehr holen und die Ruhe bewahren und keinen Paniktransfer tätigen. Ich meine, Vorteil hat die Sache einfach, es müssen jetzt die Spieler wirklich auslöffeln, die es vorher verbockt haben. Zum einen die, die es letztes Jahr verbockt haben und die, die es vor 2 Jahren schon verbockt haben. Das sind ja Spieler wie Marc Uth, Sebastian Rudi, Nabil Bentaleb, die jetzt alle auch verliehen waren. Die sind jetzt in der Verantwortung. Die müssen es jetzt zeigen. Schneider wurde auch ins kalte Wasser geworfen, nachdem Tönnies weg war. Und dafür macht er echt einen guten und ruhigen Job, was gerade jetzt nötiger denn je ist. Es war. Ja, absolut, absolut. Heidel hat den Kader auch komplett falsch zusammengestellt, nur mit einem Außenspieler in Form von Konoplyanka. Also, sind wir uns auch einig, dass Heidel das nicht mit Absicht gemacht hat, sondern der wollte auch Erfolg. Aber ja, wie du schon sagst, er hat die Mannschaft falsch zusammengestellt. Es waren nachher einfach die falschen Spieler, sonst hätte es ja funktioniert. So. Und Tedesco war mit Sicherheit auch nicht der schlechteste Trainer. Auch Weinziel
Gut, da kann man auch sagen, der hatte noch größtenteils die Mannschaft, die Horst Held zusammengekauft hatte, aber Wagner, Reschke, Schneider starten die Saison und ich hoffe, das Trio beendet die Saison auf einem einstelligen Mittelfeldplatz. Ich hoffe es auch. Ich hoffe es auch. Ja. Und ich finde es eigentlich auch sogar ganz cool, dass Wagner und Reschke sich offensichtlich nicht so gut können. Beziehungsweise Reschke hat ja offensichtlich Zweifel wirklich an Wagner. Ich finde es eigentlich noch ganz gut, weil klar, Jochen Schneider muss jetzt immer so ein bisschen den Kindergärtner spielen, aber ja, das bringt einfach nochmal Feuer in den Verein. Beide müssen auch zeigen, dass es können. So. Wagner hat ja auch die Transfers im Winter kritisiert, nachher nochmal auf der Pressekonferenz, auf dieser großen Abschlusskonferenz. Da ist schon richtig Feuer drin bei den beiden. Das finde ich eigentlich gut. Gerd sagt, ich wirkte bestimmt auch so und war sprachlos wie Wagner. Ja, ist eine krasse Situation einfach. Aber Gerd, ich muss aber auch dazu sagen, es hätte mit Sicherheit Trainer gegeben, die anders drauf reagiert hätten, um das einfach mal so nochmal zu sagen. Klar, das war wirklich krass, aber ja, wie soll ich sagen? Ich fand eben auch nicht alles gut, was Wagner gemacht hat. Das wollte ich eigentlich nur nochmal gesagt haben. Naja, Schwolo für 8 Mille wäre schon ein Paniktransfer geworden, meiner Meinung nach. Ja, stimmt. Aber da ist, glaube ich, noch so diese Denke da gewesen. Ja, wir verkaufen noch ein paar. Kriegen wir schon hin irgendwie. Aber das haben wir jetzt gelernt. Unsere Spieler sind im Moment auf dem Markt einfach nicht so gefragt. Rudi wird bestimmt gut spielen als Rechtsverteidiger, sagt Minero. Ich hoffe, er hat die Qualität. Ohne Frage hat er die Qualität. Und er hat schon mal bei Hoffenheim, hat er 10 Spiele auch als Rechtsverteidiger gemacht. Also ganz so abwegig ist Rudi nicht. Und er geht mit der richtigen Einstellung dran. Deswegen kann es was werden. Hab nie verstanden, warum Kono so wenig Chancen bekommen hat. Der war und ist überall gut. Egal welcher Verein und auch in der Nationalelf. Nur bei uns mal wieder nicht. Ja, betrifft nicht nur Kono, ne? Ist bei anderen Spielern auf jeden Fall auch. Wobei, Sevilla hätte ihn damals nicht abgegeben, wenn er so gut gewesen wäre. Ist bei Konoplyanka, ich glaube, ist ein bisschen alleine gelassen worden, beziehungsweise war auch selber so ein bisschen, ja, wie soll ich das sagen, isoliert. Ja, keine Ahnung, vielleicht lag es daran, weil er der einzige Ukrainer war. Ja, hat irgendwie nicht so richtig reingepasst. Schneider, Jobst und Reschke machen gute Arbeit, sie löffeln die Heidel-Suppe aus. Die nächste Saison ist finanziert. Heidel hat bei uns Monopoly gespielt. Okay. Ja, aber nicht nur die Heidel-Suppe, sondern auch die Corona-Suppe. Das muss man auch nochmal so sagen. Also es ist nicht alles, was jetzt schlecht läuft, ist Heidel dran schuld. Aber grundsätzlich gebe ich ihr recht, Booster. Großteil ist jetzt auch einfach diese Corona-Situation. Und auch die Arbeit der Vorgänger, muss man auch dazu sagen. Also wir sind auch schon in die Heidel-Zeit, sind wir mit einem großen Berg an Verbindlichkeiten reingegangen, den Horst Held zwar kontinuierlich abgebaut hatte, aber vorher eben schon durch Magath, durch Müller, durch Assauer aufgebaut worden ist. Daniel, Glück auf. Moin Daniel. Domi sagt, Reschke hat mich auch echt positiv überrascht. Ja.
Ich finde Reschke eigentlich ganz gut. Woran das wohl liegt, wir waren doch vorletzte Saison Vize. Okay, ja, krieg den Zusammenhang nicht mehr hin, aber egal. Bentaleb wollte bei anderen Vereinen auch zu viel Gehalt. Ja, genau. Also Newcastle ist jetzt gescheitert an seiner Gehaltsforderung, das stimmt. Antonio sagt, das Umfeld muss für den Spieler passen. Anscheinend hat Deutschland ihm nicht gelegen. Ossi sagt, es regnet. Danke, Heidel. Sehr schön, sehr schön. Okay, Heidel ist jetzt an allem schuld. An allem. Ja. Ich bin der Meinung, dass wir um eine Ausgliederung nicht rumkommen, damit wir die Schulden abbauen können, sagt Minero. Ja, was soll ich dazu sagen, du Minero? Ich finde es sehr schade, dass wir zu dieser Situation jetzt hinkommen könnten, dass wir schlicht und einfach dazu gezwungen sind, die Ausgliederung zu machen, weil wir ansonsten, ja, ich will jetzt nicht total schwarz malen, aber dass wir entweder in diese Insolvenz gehen müssen, das ist jetzt total schwarz gemalt, ich weiß, aber rein theoretisch möglich, wenn wir zum Beispiel absteigen, so ist theoretisch möglich. Oder wenn wir, meine Güte, ja, einfach sportlich nicht mehr raufkommen. So, wenn wir das nicht packen. So, oder wenn wir eigentlich dazu gezwungen, in eine Ausgliederung zu gehen, dann wird den Mitgliedern gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben, wirklich zu entscheiden. Die müssen dann zwar immer noch sagen, yo, wir wollen das machen, aber bleibt einem dann ja auch nicht mehr viel anderes übrig. Osti sagt, weil unsere Spieler nicht mehr beliebt sind auf dem Markt, wir waren doch erst Vize. Okay. Hat der Heidel nicht auch gesagt, wir schaffen das? Ich hoffe, dass das nicht nochmal passiert. Ich meine, die Chance ist immer da, dass einem das einfach zu viel wird, die ganze Situation. Na, das könnte jetzt genauso gut nochmal passieren mit jemand anderem, aber ich hoffe nicht, dass es passiert. Und ich glaube, Wagner zum Beispiel wird jetzt gerade auch wieder ein bisschen kämpferischer, macht mir auf jeden Fall einen besseren Eindruck, auch schon wieder. Und bei Schneider glaube ich auch nicht, dass das passiert. Mit der Ausgliederung schließe ich an. Okay. Heil ist der neue Angelo Merte. Danke, Merte. Okay. Wer hat denn die Finanzen nicht im Blick gehabt? Das ist ja Wahnsinn, sagt Antonio. Alle. Oder was heißt alle? In erster Linie finde ich, ist dafür wirklich Clemens Tönnies verantwortlich zu machen. Natürlich auch Peter Peters, der Finanzvorstand war. Natürlich auch alle Sportvorstände, die da gewesen sind. Ja. Aber ich glaube, die Grundaussage erstmal, dass Clemens Tönnies da eben dadurch, dass er Aufsichtsratsvorsitzender war und de facto auch alle Entscheidungen getroffen hat, muss man ihm schon sagen, dass er das denn dann in erster Linie war. Meine Meinung, aber ich weiß, dass einige das ganz, ganz anders sehen. Aber okay. Wir werden nicht drumherum kommen, auszugliedern, sagt MK. Ja. Aber mit einer Ausgliederung macht während Corona keinen Sinn. Da muss man ja warten, bis der Markt wieder normal ist. Ja, genau. Nur wie gesagt, du kannst irgendwann dazu gezwungen werden, weil dann irgendwann nur noch die Frage ist, okay, machen wir den Laden zu oder gliedern wir aus? So. Schalke muss ausgliedern, um den Anschluss nicht zu verpassen. Siehst du, da ist auf jeden Fall schon, ja, so sieht Domi das auf jeden Fall.
Thiele ist raus, alles klar, hau rein, Thiele. Bist du selber nochmal, machst du heute auch einen Livestream? Falls du noch da bist. MC Hammer sagt, sorry, mal wieder viel zu spät, Kinderkrank, Glück auf, kein Thema. Ey, hallo. Alles cool, ich freue mich, dass du da bist, MC Hammer. Michael sagt, nein, Autogliedern macht keinen Sinn, wenn der Marktwert niedrig ist. Du kriegst dann nur einen Psycho-Investor und das wollen wir sicher nicht. Okay. Würde gern Ton und Sapa im Vorstand sehen. Okay. Nee, heute mal nix, sagt Thiele. Okay, alles klar. Jetzt werde ich mal vorbeigeschaut und Antonio sagt Sapa, naja, okay. Ja, damit war's das für heute auch schon wieder. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr hier gewesen seid. Wenn ihr Bock habt, oder anders gesagt, wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Gefällt mir da. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann abonniert ihn, dann werdet ihr auf jeden Fall immer darüber informiert, wenn ein neues Video kommt. Ja, ihr begleitet mich bzw. uns alle hier auf der gemeinsamen Reise. Der Kanal, der soll wachsen. Ich möchte so schnell wie möglich eben 1000 Abonnenten auch bekommen. Das ist mein erstes Ziel jetzt erstmal und da sind wir auf einer sehr guten Reise im Moment schon. Die Zuschauerzahlen, die gehen richtig nach oben, richtig krass. Wir haben jetzt im Durchschnitt pro Tag circa 1500 Zuschauer schon auf dem Kanal und der Kanal ist erst 3 Monate alt. Das ist auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall zeigt die Kurve nach oben. Sagen wir es mal so. Okay. Und deswegen wünsche ich euch jetzt auf jeden Fall auch einen schönen Abend. Macht es gut, Glück auf und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, schönen Abend.